bin sehr froh und stolz darüber, dass ich heute einen Vortrag über Christian Doppler halten darf. Sie sehen da zwei Daten auf diesem Bild. Denselben Vortrag habe ich schon am 2. Oktober in Salzburg gehalten. Dort gab es eine internationale Konferenz, parallel mit der Jahrestagung der Österreichisch-Physikalischen Gesellschaft, bei der es um Doppler und seine Auswirkungen ging. Und dieser Vortrag war dort der öffentliche Vortrag, also ein Vortrag für insbesondere Nichtphysikerinnen, Nichtphysiker. Hier in diesem Hörsaal sitzen relativ viele Physiker und Physikerinnen, aber sie sind nicht die Mehrheit. Also der Vortrag ist nach wie vor für die Nicht-Spezialisten, für die Nichtphysiker gedacht. Ich habe diesen Vortrag benannt, Christian Doppler und sein Jahrtausendeffekt, denn ich bin wirklich überzeugt, dass es sich nicht um einen Jahrhunderteffekt handelt, sondern um einen Jahrtausendeffekt. Effekte von der Bedeutung wie der von Christian Doppler werden selten entdeckt und auch von der Einfachheit in der mathematischen Erklärung. Herr Kollege Bitschmann hat das schon angedeutet, dass diese Einfachheit offenbar Doppler auch zum Vorwurf gemacht wurde, aber darüber weiß Peter Schuster sicherlich weit mehr als ich. Ein Teil dieses Wissens, das ich Ihnen heute präsentiert, ist aus seinem Buch angelesen, das möchte ich gleich dazu sagen, da ich natürlich kein Historiker bin und diese Sachen nicht meine Spezialität sind, die geschichtlichen Dinge. Sie sehen hier ein Bild von Christian Doppler, das ist im Besitz der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Es hängt dort, kann jederzeit besichtigt werden. Wir haben das noch einmal fotografieren lassen für diese Präsentation, damit meine Aufnahme entsprechend großer Qualität besitzen. Das muss also relativ kurz vor seinem Tod gewesen sein, vermute ich. Ganz kurz zu den Eckdaten seiner Lebensgeschichte am Beginn. Wir haben schon gehört, 29.11.1803 in Salzburg geboren. Also wir sind ganz knapp am 200. Geburtstag heute. Er ging dann 1825 bis 27 Gymnasium Salzburg. Das Ganze war weitaus weniger glatt, als es hier aussieht. Keine übliche Laufbahn, Grundschule, Gymnasium und so weiter, sondern da gab es Zwischenstufen und so fort. Aber das mögen Sie bitte im Buch vom Herrn Schuster nachlesen. Hier ein Foto von Salzburg aus der Zeit Christian Dopplers. Ich bin kein Salzburger, aber ich habe nicht den Eindruck, dass sich sehr viel geändert hat am Anblick Salzburg. Ich weiß es nicht, wie weit das heute noch aktuell ist, dieses Bild. Das Geburtshaus Dopplers befindet sich am Markartplatz. Das ist gerade zwischen dem Mozarthaus und dem Geburtshaus Karajans. Ist auch irgendwie charakteristisch, dass der Physiker schön eingerahmt ist von zwei Größen der Musik. Vielleicht nicht ganz unpassend, ein bisschen ist man stolz drauf als kleiner Physiker. 1829 wurde Doppler Assistent am Polytechnischen Institut in Wien. Das war aber von kurzer Dauer und hat sich dann beworben um längerfristige Stellungen. Diese Bewerbungen waren lange Zeit fruchtlos und er hat geplant, seine Auswanderung in die USA. Das ist so weit gekommen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass er auch schon begonnen hat, seine Bibliothek zu verkaufen. Gerade offenbar mittendrin, das war vielleicht eine ernst genuge Drohung an die höheren Kräfte, sind zumindest zwei Angebote gekommen, eines in die Schweiz und eines nach Prag. Und er wollte, obwohl in Prag weniger bezahlt wurde, er wollte lieber österreichisch-ungarischen Bereich bleiben. Und er wurde Professor für Mathematik und Handelsbuchhaltung an der Realschule in Prag. Das hat ihm ermöglicht, eine Familie zu gründen. Hier sehen Sie ein Foto. Es ist meines Wissens, glaube ich, das einzige Foto von Christian Doppler. Herr Schuster nickt, also dann stimmt es sicher. Das einzige Foto von Christian Doppler mit seiner Familie. Und in Prag auch bereits die erste sozusagen höhere Anerkennung. 1840 wurde Doppler außerordentliches Mitglied der Böhmischen Akademie, der Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Die Schlüsselarbeit von Doppler habe ich Ihnen hier abgebildet. Eine Arbeit mit dem Titel
über das farbige Licht der Doppelsterne und einiger anderer Gestirne des Himmels von Christian Doppler, Prag 1842. Herr Pitschmann hat schon ein wenig darauf erwähnt, worum es hier geht. Da haben wir hier eine kleine Simulation, wenn die auch funktioniert. Ja. Die Grundidee ist einfach die, sollte wieder von selbst starten. Wir haben zwei Sterne, die in dem Fall hätten sie gleiche Masse, das heißt, sie bewegen sich auf derselben Kreisbahn, muss nicht unbedingt so sein, die sich umeinander bewegen. Und hier haben wir den Beobachter, das seien etwa wir auf der Erde. Und was passiert ist, dass sich auf diesem Teil der Bahn die Sterne von uns zu uns hin bewegen, auf der anderen Seite bewegen sie sich von uns weg. Und durch diese Bewegung kommt es zu einer Verschiebung der Farbe, die der Stern hat, entweder in Richtung Rot, wenn der Stern von uns weggeht, denn Rot ist Licht größerer Wellenlänge, oder in Richtung Blau, wenn der Stern zu uns hinkommt, denn Blau entspricht einer kürzeren Wellenlänge. Doppler, es wurde schon vorher erwähnt von Herrn Pitschmann, dass Doppler zum Teil attackiert wurde für diese Ideen, und ich glaube zu Recht. Wenn Doppler gemeint hat, dass er die Farben aller Sterne auf diese Weise erklären kann, nämlich die von uns subjektiv wahrgenommenen Farben, dann ist das schlicht und einfach falsch. Nicht? Denn wenn wir uns überlegen, dass die Bewegungen, Relativbewegungen von Sternen relativ zu uns höchstens in der Größenordnung von ein paar hundert Kilometer pro Sekunde sein können, das ist sehr viel, dann bringt es Frequenzverschiebungen in der Größenordnung von 10 hoch minus 4, also ein Zehntel eines Tausendstels. Und das ist etwas, das wir nie mit dem Auge wahrnehmen können. Dass die Farben von Sternen interessante Informationen liefern, das ist eine andere Frage, aber nicht aufgrund des Doppler-Effekts, zumindest nicht, soweit er subjektiv wahrgenommen werden kann mit den Augen. Soweit er physikalisch gemessen werden kann, ist interessante Information drin, und auf das werde ich noch kommen. So, 1848 wurde Doppler wirkliches Mitglied der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, also unsere heutige Akademie der Wissenschaften. Das war auch das Gründungsjahr der Akademie. Also Doppler war unter den ersten Mitgliedern offenbar. Er war offenbar wissenschaftlich anerkannt. Hier ist die Ernennungsurkunde mit der Unterschrift von Franz Josef. Das ist vielleicht ganz interessant, die Ernennungsurkunde für seine Stelle in Wien. In Wien wurde das Institut für Physik 1850 gegründet, und Christian Doppler wurde der erste Institutsdirektor. Es ist vielleicht ganz interessant, das in einer historischen Perspektive zu sehen. Franz Josef, also damals wurden die Ernennungen von Professoren noch vom Staatsoberhaupt persönlich unterzeichnet, das ist heute auch nicht mehr der Fall. Der genehmigt es nur, aber man bekommt nie eine vom Bundespräsidenten persönlich unterzeichnete Urkunde mehr in die Hand. Damals war das anders. Und es ist vielleicht ganz interessant zu sehen, wenn man ein bisschen die Zeiten überspringt, einige Zeit später, nämlich im Jahr 1909, hat Franz Josef auch die Ernennung eines Professors an die Karls-Universität in Prag unterschrieben, nämlich Albert Einsteins. Albert Einstein war ja die erste Professur, die Einstein hatte, war eine Professur im sozusagen Bereich unserer K&K-Monarchie. Später ging Einstein dann woanders hin. Aber ich finde es sehr, sehr nett, dass da sieht man wieder, welchen großen Zeitraum Franz Josef überspannt hat, von 1850 bis 1909 und vielleicht sogar noch später. Ich habe hier ein bisschen eine Simulation gemacht für die Nicht-Physiker, Nicht-Physikerinnen unter Ihnen. Der Doppler-Effekt für den Fall einer Schallquelle. Hier hätten wir eine Schallquelle, die Schallwellen aussendet, und wir nehmen ja den Schall wahr mit dem Ohr über die Schwingungen, und der Ton ist umso höher, je mehr Schwingungen wir pro Sekunde im Ohr wahrnehmen. Nun, hier haben wir eine ruhende Schallquelle, hier, die sendet Schallwellen in alle Richtungen gleichmäßig aus. Wenn diese Schallwelle beginnt, sich zu bewegen, das haben wir auf dem nächsten Bild, hier bewegt sich die Schallquelle von links nach rechts, so sehen Sie, dass sich die Wellen in der Bewegungsrichtung sozusagen zusammenstauchen, und in der Gegenrichtung werden sie auseinandergezogen. Das heißt, wenn ein Beobachter hier sitzt,
wird er oder sie einen entsprechend höheren Ton wahrnehmen, mehr Wellen pro Zeiteinheit und in der Gegenrichtung entsprechend niedrigeren Ton. Genau derselbe Effekt besteht auch für den Fall, dass sich nicht die Schallquelle bewegt, sondern der Beobachter. Das mit der Schallquelle war das Beispiel von übrigens Doppler mit den Briefen an seine Frau in Breslau und so weiter. Ja. Das wäre so die bewegte Schallquelle. Der bewegte Beobachter wäre, wenn die Frau sich in den Zug setzen würde und die Briefe immer entgegen sozusagen abfangen würde, würde sie auch mehr Briefe pro Zeiteinheit bekommen. Das kann man sich leicht vorstellen, wenn wir uns das vorige nochmal anschauen. Ruhende Schallquelle und Sie als Beobachter bewegen sich. Relativ dazu nehmen Sie auch mehr Schwingungen pro Zeiteinheit wahr. Nicht? Ganz interessant ist vielleicht auch das nächste Bild. Hier haben wir eine Schallquelle bei Schallgeschwindigkeit. Da stauen sich die Schallwellen an einer Stelle und da kommt es zu einer Singularität, wie wir so schön sagen. Da kommt es zu einer Aufstauung der Energie und letztlich, wenn wir schneller als Schallgeschwindigkeit werden, beim Durchbrechen kommt es zum Überschallknall. Und wenn wir schneller als Schallgeschwindigkeit werden, so lässt die Schallquelle die Wellen hinter sich zurück. Dieses Bild ist übrigens auch schon von Christian Doppler. Das heißt, dieser berühmte Mach'sche Kegel, der immer als Mach'scher Kegel bezeichnet wird, diese Einhüllende der Ausbreitungswellen, geht bereits auf Christian Doppler zurück. Aber das ist relativ oft in der Physik der Fall, dass eine Naturkonstante von jemandem eingeführt wird, der sie gar nicht wirklich, oder ein Phänomen, der gar nicht wirklich der Erste war. Wie die Amerikaner sagen, you win some and you lose some. Nicht? Also das ist offenbar so. Ähnlich soll es für die Boltzmann-Konstante sein, aber das ist ein anderes Kapitel. Die erste experimentelle Bestätigung ist offenbar durch ein Experiment geschehen von einem gewissen Herrn, wunderschöner Name, Christophorus Henricus Didericus Buis Ballot, schöner Name, heute haben die Leute nicht mehr so schöne Namen, schade. Der hat das Experiment gemacht auf der Eisenbahn, Rheineisenbahn zwischen Utrecht und Maasen. Und hier ein Bild, wo das nachgestellt wird. Hier haben Sie Herrn Schuster, wo man das mit Originalzügen und Originaluniformen nachgestellt hat. Wir haben das auch nachgestellt, allerdings nicht mit Originalzügen, sondern mit den Zügen unserer heutigen Bundesbahn, solange es die noch gibt, nicht? Und mit entsprechend modern angezogenen Leuten auf der Bahn. Und das sehen wir jetzt am nächsten. Jetzt bin ich gespannt, ob die Akustik auch funktioniert. Jetzt sehen wir da ein kleines So, da haben wir drei Musiker, die nicht so angezogen sind wie damals, sondern wie heute eben. Ein bisschen lauter vielleicht noch. Ein bisschen lauter noch. Hat alles. Gut, das haben wir mal. Das ist nicht gleich verstanden. Also Sie haben eindeutig gehört, wie die Tonhöhe sich geändert hat. Ein Musiker kann vielleicht sagen, das war ungefähr Terz, oder? Seht ihr das richtig? Terz war das circa, ja. Das heißt, das ist eine Frequenzänderung ungefähr 30%, 0,3. Das heißt, die sind ungefähr ein Drittel der Schallgeschwindigkeit gefahren, grob gesprochen, mit dem Zug. Ne? Gut. So. Größenordnungen, man muss Größenordnungen abschätzen. So, das Gleiche noch, den wesentlichen Teil noch einmal, damit Sie die Änderung der Tonhöhe hören. Nochmal. So, also die Musiker können jetzt genau ihre Ohren kalibrieren, wie groß die Frequenzänderung hier wirklich war. Wie schon erwähnt, der Doppler-Effekt hat enorme technische Anwendungen. Offenbar der erste Nachweis des Doppler-Effekts im Labor war durch diesen Apparat von Ernst Mach, im Jahr 1860, der damals offenbar noch ein junger Assistent war, am hiesigen Institut, das Foto ist wahrscheinlich nicht ganz aus der Zeit, hier in Wien, an der Physik in Wien, also am Institut für Physik, jetzt haben wir ja vier Institute für Physik, aber vielleicht bald nur mehr eines, das werden wir ja sehen, wie das läuft. Und die Idee ist ganz einfach, wir haben hier eine Pfeife,
die sich am Ende dieses Arms befindet, der gedreht werden kann um diese Achse hier. Und das wird durch den Elektromotor hier angetrieben, sodass sich das im Kreis dreht. Das heißt, wenn das genau denselben Apparat haben wir hier aufgebaut, das werden wir dann gleich vorführen. Die Pfeife ist am Ende dieses Arms und dreht sich im Kreis. Geblasen wird die Pfeife durch Pressluft, durch Luft, die durch die Achse zugeführt wird. Das heißt, die Pfeife pfeift auf einen bestimmten Ton. Und wenn Sie jetzt da sitzen, bewegt sich die Pfeife einmal von Ihnen weg, einmal zu Ihnen hin, und Sie sollten eine Änderung der Tonhöhe wahrnehmen, was allerdings sehr davon abhängt, wie groß die Reflektivität der Wände rundherum ist. In Salzburg hat es nicht ganz gut geklappt, weil das das Wände waren ohne besondere Verzierungen, und da hört man alles gleichzeitig sozusagen, nicht? Setzen wir das vielleicht jetzt kurz in Bewegung, Herr Zirkowitz. Du musst zuerst einmal die Pressluft aufdrehen, damit man die Tonhöhe hört. Ein bisschen höher. Bringen wir mehr zusammen. Die Tonhöhe kann man ändern dadurch, aber... Probieren wir es einmal so. Okay. So, jetzt hören wir einen bestimmten Ton und jetzt setzen wir das... Also man hört... Ich höre es eindeutig, dass das hinauf und hinunter geht. Ich weiß nicht, ob Sie es auch hören. Das geht eindeutig hinauf und hinunter. Und wenn man so eine Quelle im Labor hat und dann die Frequenz... kann man die Frequenz natürlich auch quantitativ messen und sehr genau die mathematischen Vorhersagen von Doppler bestätigen. So, danke. Das hat besser funktioniert als in Salzburg. Das ist super, freut mich. So, nun, wie gesagt, die Anwendungen des Doppler-Effektes sind umfangreiche. Und ich zeige Ihnen hier als erstes eine Anwendung, weil sie unmittelbar mit der Idee ursprünglich von Doppler zu tun hatte. Doppler wollte die Farbe von Doppelsternen erklären über den Doppler-Effekt, was natürlich, habe ich schon erwähnt, nicht stimmt. Nämlich die visuell wahrgenommene Farbänderung ist, die Farbänderung ist zu gering, um visuell wahrgenommen zu werden. Die Grundidee Doppler stimmt auch. Und es ist zu Recht, dass er dafür attackiert wurde, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob Sie dem zustimmen können, Herr Schuster. Die Grundidee stimmt natürlich. Die Grundidee, dass es zu einer Farbänderung kommt, die man genau messen kann und aus der man interessante Informationen beziehen kann, die stimmt. Und das hat zu einer hochinteressanten Idee geführt, zu einer hochinteressanten Anwendung in den letzten Jahren. Wenn ich mich zurückerinnere, zur Zeit meines Physikstudiums, hat es geheißen, war immer die Spekulation, ob es Planeten gibt außerhalb des Sonnensystems. Und da hieß es immer, das ist eine leere Diskussion, das wird man vielleicht sowieso nie feststellen. Da gab es Leute, die behauptet haben, wir sind also einmalig, es gibt das Sonnensystem mit Planeten nur einmal und die anderen sind nur normale Sterne ohne Planeten. Denn der Nachweis von Planeten außerhalb des Sonnensystems, sogenannte Exoplaneten bezeichnet man die. Hier ist ein bisschen ein reißerisches Foto vom Internet irgendwo, nicht? Der Nachweis ist ganz einfach. Und zwar nehmen wir an, wir haben hier einen unbekannten Planeten, einen Planeten, den wir nicht direkt sehen können, weil das Licht, das vom Planeten ausgesendet wird, zu schwach ist. Das ist ja nur reflektiert von seiner jeweiligen Sonne. Der Planet wird durch seine Bewegungen auch die Sonne, auch den Stern, den er umkreist, in Bewegung versetzen. Auch der wird eine Bahn verfolgen. Und dieser Stern wird also an bestimmten Stellen sich eher zu uns bewegen und an anderen Stellen von uns weg bewegen. Das heißt, an den Stellen, wo er sich zu uns bewegt, wird die Frequenz ins Blaue verschoben werden, wird natürlich nicht blau, so stark ist die Frequenzänderung nicht. Und wo er sich wegbewegt, wird er ins Rote verschoben sein. Nicht? Und aus einer genauen Messung dieser Farbverschiebung kann man auf diese Planeten rückschließen. Bis heute hat man Größenordnung von etwa 50 Planeten außerhalb unseres Sonnensystems auf diese Weise entdeckt. Das ist eine ganz fantastisch wichtige und interessante, elegante Anwendung des Doppler-Effekts, die unmittelbar zurückzuführen ist auf die Idee Dopplers selbst. Nicht? Eine andere interessante Anwendung des Doppler-Effekts sind Abbildungen der Sonne. Da steht Michelson-Doppler-Image. Was man da macht, ist, man überlagert
die ursprüngliche Frequenz mit der durch den Doppler-Effekt verschobenen und schaut da auf Interferenzen, wodurch man sehr viel genauer die entsprechenden Verschiebungen messen kann. Das ist ein Vergleich, hier sieht man direkte Sonnenflecken im Doppler-Effekt abgebildet. Hier ist ein Magnetogramm der Photosphäre, also die entsprechenden Magnetfelder, und hier ist ein Bild eine normale optische Aufnahme von dem ultravioletten Licht. Sie sehen also, man sieht da dieselben Strukturen hier, und aus dem zusammen kann man offenbar sehr genau bestimmen, also wodurch kommt es hier zum Doppler-Effekt? Dadurch, dass sich das Plasma in der Sonnenoberfläche von uns wegbewegt oder zu uns her bewegt, und daraus kann man sehr genau bestimmen, wie in einem Sonnenfleck die Materieströme ausschauen. Das sehen Sie da relativ genau eingezeichnet. So, das waren die Anwendungen in der Astronomie heute. Eine ganz besonders wichtige Anwendung des Doppler-Effekts ist auch die Feststellung der Ausdehnung des Universums. Das geht auf Edwin Hubble 1936 zurück. Das ist eine Originalzeichnung aus seiner Publikation. Und zwar die Geschwindigkeit von Galaxien, von anderen Milchstraßensystemen, hat man festgestellt, die bewegen sich von uns weg. Und das Interessante ist, dass was hier aufgetragen ist, ist die Geschwindigkeit, mit der sich diese Milchstraßensysteme von uns wegbewegen. Diese Punkte sind die Beobachtungspunkte. Als Funktion der Abstand dieser Galaxien von uns. Und wir sehen, dass je weiter diese Galaxien von uns weg sind, desto schneller bewegen sie sich von uns weg. Und das deutet man eben mit diesem berühmten Bild, dass sich das gesamte Universum ausdehnt, nicht, dass alle Abstände im Universum größer werden, und dadurch einfach nimmt die Ausdehnungsgeschwindigkeit, je weiter wir weg sind, umso mehr zu. Wenn man das Ganze zurückverfolgt, kommt man auf diese alten Ideen des Urknalls. Und auch über den Urknall kann man mit Hilfe des Doppler-Effekts was Interessantes aussagen. Beim Urknall hatten wir einen Zustand sehr hoher Strahlungsintensität bei sehr hoher Temperatur. Dadurch, dass sich das Universum ausgedehnt hat, kam es zu einer Abkühlung, kam es zu einer, was bedeutet für das Licht, das entstanden ist, oder allgemein elektromagnetische Strahlung bei diesem Urknall, dass die Wellenlänge dieses Lichts sich zu immer größeren Wellenlängen verschoben hat, denn Abkühlung bedeutet niedrigere Energie bedeutet größere Wellenlängen, und die Strahlung, die beim Urknall entstanden ist, bildet heute die sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung. Das ist eine Strahlung, die einer Temperatur von ungefähr 3 Grad Kelvin entspricht, ungefähr 3 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Und diese Strahlung hat man entdeckt durch mehr oder minder Zufall, das waren Penzias und Wilson, die ein Radioteleskop aufgebaut haben und versucht haben, dieses Radioteleskop so empfindlich wie möglich hinzutrimmen, und haben festgestellt, es gibt ein Rauschen, es gibt einen Untergrund, den sie nicht wegkriegen. Und dieser Untergrund ist eine Strahlung, die von überall herkommt und die dieser 3 Kelvin Hintergrundstrahlung entspricht. Und was man jetzt interessanterweise feststellen kann, ist, die Erde bewegt sich ja aufgrund der Bewegung um die Sonne, aufgrund der Bewegung der Sonne relativ zu anderen Sternen und aufgrund der Rotation unserer Milchstraße mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 500 km pro Sekunde relativ zu diesem kosmischen Hintergrund. Und das kann man messen, indem man genau die Frequenz misst, die auf der Frequenz misst der kosmischen Hintergrundstrahlung als Funktion der Richtung, aus der es kommt. Wenn die Erde ruhen würde gegenüber dieser kosmischen Hintergrundstrahlung, so hätten wir hier von überall die gleiche Farbe. Nachdem sie die Erde bewegt in einer bestimmten Richtung, sieht sie in einer Richtung blauer aus und in der anderen Richtung roter. Natürlich nicht Farben blau und rot, denn wir sprechen von elektromagnetischen Wellen, also weit weg vom Sichtbaren, aber eine Verschiebung zu größeren oder kürzeren oder längeren Wellenlängen. Und hier sieht man eine Darstellung,
die Asymmetrie der Hintergrundstrahlung aufgrund der Bewegung der Milchstraße. In einer Richtung sieht es mehr rot, in der anderen Richtung mehr blau aus. Wir bewegen uns, blau und da mehr rot, wir bewegen uns in Richtung dieser roten, der Richtung, wo es blau ausschaut. Das ist immer so, wenn der zentrale Bordcomputer schon weitergeschaltet hat, dann kommt es zu Problemen. Okay. Ein großer Sprung zum Kleinsten. Eine hochinteressante Anwendung des Doppler-Effekts ist die Dopplerkühlung von Atomen. Worum geht es hier? Hier geht es darum, dass wir in einer Falle, hier ist so eine Falle für Atome aufgebaut, sowas hatten wir in meiner Gruppe auch in Innsbruck. Diese Forschungsrichtung haben wir nicht unmittelbar hier weiterverfolgt. Es geht darum, dass man Atome langsamer machen möchte durch Auftreffen von Strahlung. Die Grundidee ist die, dass wir hier ein Atom haben. Wir senden da, wir leuchten Licht darauf, also Lichtteilchen, Photonen. Das Atom absorbiert das Photon und schickt es wieder aus. Und die Grundidee ist jetzt die folgende, dass diese Frequenz des Lichts so eingestellt ist, dass wenn das Atom ruhen würde, das Licht nicht absorbiert wird. Das heißt, es macht überhaupt nichts, es geht einfach durch. Nur wenn das Atom sich entgegen der Ausbreitung des Lichts bewegt, wird das Photon absorbiert, aufgenommen vom Atom. Das heißt, dadurch kommt es zu einem kleinen Kick, zu einem kleinen Stoß für das Atom, es wird ein bisschen langsamer. Und jetzt werden Sie sagen, na Moment, aber das Photon muss ja wieder ausgesandt werden, aber das Schöne ist, dass die Aussendungsrichtung des Photons kann in allen Richtungen erfolgen. Das heißt, es gibt jetzt Kicks in allen möglichen Richtungen und das mittelt sich im Durchschnitt heraus. Und es bleibt übrig, dieser Stoß entgegen der Richtung, Ausbreitungsrichtung des Photons. Die Größenordnung, man braucht ungefähr 100.000 bis 1 Million solche Stöße, um Photonen von Raumtemperatur abzukühlen auf Temperaturen, die der inneren Energie eines einzelnen Photons entsprechen. Man kann das jetzt dadurch verbessern, indem man das Ganze in geeignete Magnetfelder bringt und so weiter, aber das ist hier vielleicht nicht so wichtig. Besonders wichtig ist der Doppler-Effekt in den Materialwissenschaften, aber dazu wird mein Kollege Gero Vogel mehr sagen. Das ist auch ein Bild, das ich von ihm habe. Da gehen wir gleich weiter. Das wirst du sicherlich mehr im Detail haben. Von der Doppler-Sonographie jetzt zur Medizin möchte ich gar nicht viel sagen, denn Sie haben schon den schönen Vortrag vom Herrn Kollegen Ladurner gehört. Das habe ich also auch in dieser Präsentation in Salzburg gehabt und es ist mir fast peinlich, jetzt vor Ihnen da noch was zu erzählen. Vielleicht doch noch ganz kurz das Grundprinzip hier. Hier haben wir zum Beispiel ein Gefäß, wo Flüssigkeit durchströmt. Das kann eine Flüssigkeit sein, kann auch ein Gas sein. Nicht? Das kann auch ein Gas sein, dessen Strömungsgeschwindigkeit wir bestimmen möchten. Und wir haben einen Sender und Empfänger, der Schallwellen aussendet. Diese Schallwellen werden von den Partikeln des Gases oder der Flüssigkeit gestreut und hier wieder gemessen. Hier wird die Frequenzverschiebung gemessen. Und daraus kann man zum Beispiel ein Geschwindigkeitsprofil erstellen. Man kann feststellen, wo da drinnen die Geschwindigkeit maximal ist, wo sie minimal ist und so weiter. Und wie Sie schon gehört haben, es gibt dazu umfangreichste Anwendungen, auf die ich eigentlich jetzt nicht mehr eingehen möchte. Außerdem verstehe ich jetzt davon nichts in der Medizin. Vielleicht aber jetzt doch als Gag, weil es so schön aufgenommen ist, eine kleine Demonstration. Das sollte eigentlich jetzt Sie erklären, was man da sieht. Ich weiß das ja nicht. Der Kollege Zirkowitz hat sich da zur Verfügung gestellt für eine Doppler-Anemometrie. So, im Prinzip die Dinge, die Sie vorher schon gesehen haben, was man da konkret sieht, muss der Mediziner erklären. Ich enthalte mich hier, möchte da nicht weiter einsteigen. Schön. Ich habe Ihnen im Makroskopischen was erzählt, im Mikroskopischen, also atomaren Bereich, Anwendung in der Medizin. Eine sehr bekannte Anwendung ist auch das Doppler-Wetterradar, nachdem das, glaube ich, in der Allgemeinheit sehr bekannt ist, möchte ich kurz erklären, wie es funktioniert.
Man sendet hier eben entsprechende Radarwellen aus. Hier ist eine Station abgebildet bei Hongkong, wo man Radarwellen aussendet und man misst die Frequenzverschiebung wieder als Funktion der Richtung, aus der die Radarwellen zurückgeworfen werden. Und wenn wir uns hier ein Tiefdruckgebiet anschauen etwa, so rotieren die Luftmassen um dieses Tiefdruckgebiet herum und an den Stellen, wo sich die Wolken oder Luftmassen von uns wegbewegen, bekommen wir eine Rotverschiebung, auf der anderen Seite eine Blauverschiebung. Und damit kann man sehr schön Windprofile und so weiter darstellen. Nun zum Schluss Ihrer Erheiterung eine kleine Darstellung eine Anwendung im täglichen Leben. Dazu brauche ich vielleicht nicht viel erklären. Sie werden sehen, wir haben eine doppelte Anwendung des Doppler-Effekts. Und da haben wir die Messung mit 92 km/h. Man muss übrigens aufpassen, dass man tatsächlich die Messung mit Radar macht, denn die Laserpistolen funktionieren nicht auf Radar. Die messen nur die Flugzeit zu zwei verschiedenen Zeitpunkten und berechnen daraus die Geschwindigkeit. Da sehen Sie den erfreulichsten Moment für den Finanzminister bei der ganzen Aktion. So, wie Sie schon gehört haben, Doppler ist leider sehr früh verstorben, bereits 1853 in Venedig. Er wurde nicht einmal 50 Jahre alt. Und auch ich bin auch auf keine originellere Idee gekommen, als die Ihnen wieder diesen Ausspruch von Doppler zu zeigen, aber diesmal mit seiner Originalhandschrift. Die lohnendsten Forschungen sind diejenigen, welche, indem sie den Denker erfreuen, zugleich der Menschheit nützen. Wobei die Frage schon die ist, was man versteht unter Menschheit nützen. Versteht man unter Menschheit nützen das so eng, dass man daraus einen Apparat bauen kann, an dem irgendjemand Geld verdienen kann, oder versteht man es ein bisschen breiter? Ich verstehe es ein bisschen breiter. Ich bin der Meinung, dass zum Beispiel auch die Dinge, die wir mit Hilfe des Doppler-Effekts gelernt haben über die Ausdehnung des Universums oder dass es Planeten gibt bei anderen Sternen, dass die auch der Menschheit nützen, auch wenn man damit vielleicht keine Aktien verkaufen kann oder ähnliches. So, ich möchte schließen mit einem Dank an viele Leute, die mitgewirkt haben, auch um diese Filme zu zeigen. Hier ist noch einmal ein Bild dieses Buchs von Peter M. Schuster. Mitgewirkt insbesondere Michael Zirkowitz, der sitzt da in der ersten Reihe, der die Filmerei übernommen hat. Eine Menge anderer Kollegen, auch aus meiner Gruppe. Gendarmerie Posten-Wulka-Podersdorf, finde ich ganz nett. Verkehrsabteilung Eisenstadt, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt und einige andere auch. Und ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus